hinter meinem Haus ist eine Höhle. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Ein Enderman in der Höhle. Ich glaub es ja nicht. Ach, der Enderman steht genau vor mir. Hab ich mich gerade erschreckt. Hallo, mein Name ist Nevius und willkommen zur ersten Folge von Minecraft Cave. Ja, der hat leider was abgeschnitten von der Aufnahme, weil mein Laptop eine Macke hatte. Deswegen fängt's gleich an mit... Der nimmt jetzt hoffentlich auf. Genau, ich sage gleich, der nimmt jetzt hoffentlich auf. Der nimmt jetzt hoffentlich auf. Leute, hallo, hinter den Kulissen. Ihr habt die Anmodi schon gehört. Kleine Aufnahmeprobleme bei mir. Naja gut, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich hoffe, Bene hört man. Bene, sag mal bitte was. Hallo. Okay, Mikro reagiert. Das bedeutet, es klappt alles sehr gut. Also, mal gucken, ob ich die erste Folge von Survival doch nicht auf meinem Kanal kommt, wenn das so ist, wie es ist. Na gut, ich probiere es jetzt mal mit OBS und... Von Minecraft Cave, Mann. Nicht Survival. Verzeihung, Cave natürlich. Ich glaube, ich muss den Shader rausnehmen. Das leckt zu dolle. Eigentlich ist das komisch. Grafikeinstellungen. Was ist denn das? Shader. Interner Shader, was ist das denn für einer? Ist das? Moment, guck ich mal. Das macht keinen Unterschied. Der ist genau gleich. Dann mache ich einfach aus. Los! Och Mann! Jetzt will der nicht mehr, dass ich auf ausklicke. Ja, mein Minecraft ist abgestürzt. Und da sehen wir... So, perfekt. Jetzt funktioniert alles wieder. Schade, ohne Shader. Vielleicht wird es in der zweiten Folge mit Shader sein, aber mal schauen. Okay. Ist das Spiel eigentlich auf Englisch gestellt? Weil da steht, du warst slain by a zombie. Fuck! Du hast dein Minecraft auf Deutsch. Ja, natürlich. Das ist eine Fake-Nachricht. Und du hast es auf Deutsch, ich hab's auf Englisch. Weil wenn du mal guckst hier oben, Villager TV, was lernt bei Zombie die richtige? Ja, okay, ich sehe es schon. PvP-Profi! Ich bin kein PvP-Profi, deswegen lass es lieber. Okay, wir starten. Wir starten mit dem Projekt, los geht's. Ja, auf geht's. Ich laufe ihm hinterher. Wir suchen jetzt erstmal, ja, also 2 Jahre Minecraft Survival Games Erfahrung. Also, ich meine jetzt nicht Survival Games im Sinne von auf Hypixel oder sowas, sondern eigentlich nur im Sinne von Survival-Projekten. Oh ja, wir brauchen auf jeden Fall Wolle und auch Fleisch natürlich. Wolle hatte ich schon sogar für mich 3. Ja, Alter, für mich aber nicht, deswegen töte ich gerade ein Schaf. Leckt der Server bei dir auch so übelst, dass du die Schweine so drei, dass die sich so, dass die gehittet werden 3 Sekunden nachdem du zuschlägst? Ja, genau. So was passiert bei mir auch. Also, Atianos hat mal wieder verkackt. Antoxia ist viel geiler. Gerne mal auf antoxia.net gehen. So, los geht's. Ich habe 3 Quiddles. Alter. Nee, sorry, Atianos kann ich echt nicht empfehlen. Geht es bei mir eigentlich sogar? Kommst du? Moment, ich muss doch dieses Schwein töten, was in der Luft hängen bleibt und gerade überhaupt gar nichts tut. Na gut, ich komme. Wo bist du? Wo bist du? Ich fühle mich so allein. Da bist du. Ich sehe den Apfel. Oh ja, ich muss auch was essen. Einen Augenblick kurz. Ich muss was essen. Alter. Moment. Richtige Item auswählen. Minecraft. Ah. Wir spielen Cave. Hallo? Ja, aber ich muss ja ein bisschen mein Projekt bewerben. Achso, ja, gerne alle mal vorbeischauen. Apropos Leute, für alle oder auch, aber auch bei Livni. Bei mir, wir haben heute Morgen mal reingeguckt, 89,2% Nutzer ohne Abo. Ja, das ist echt. Alle mal bitte abonnieren hier, was ist denn das? Also ich meine, ganz ehrlich, 89%. Das Ding ist halt, es ist auch kostenlos. Man muss ja nicht zwangsweise die Glocke aktivieren. Also kann man machen, aber muss man nicht. Aber trotzdem, es macht bitte halt. Glocke aktivieren alles. Es macht halt keinen Unterschied, ob ihr abonniert oder nicht. Weil es kostet euch ja nichts. Das ist ja kein Unterschied in eurem kompletten Leben. Und ihr habt sogar noch Vorteile. Und die wären? Ihr habt doch keine Vorteile. Doch, ja. Ihr seid Mitglied dieses Kanals ohne den Mitglied. Ja, wir haben gar kein Mitglied, ne? Man kann das zwar einstellen, ich weiß, wie es geht, aber ich mach's nicht. Oh, cool, ein schönes Flachland.
fällt mir. Und lauter Schweine. Weißt du noch, die erste Folge, wo wir diesen, in von Survival, wo wir diesen riesigen Schweines, Kühe waren das, glaube ich. Riesigen Kühe. Ja, Kühe hatten wir richtig viel. Und da, wo dieser Kuhherd war, sind wir dann auch geblieben. Ja, genau. Mein Schwert ist kaputt. Aber ich glaube, lasst jedes Mal bitte beide zusammen, nicht beide zusammen ein Haus, sondern lass mal bitte unterschiedliche Häuser. Ja, wir machen das diesmal mit unterschiedlichen Häusern. Wie macht man das? Ich finde sogar, ich renne mal zu dem Ort, wo, was glaube ich ganz cool wäre. Ja, warte mal, ich muss mir kurz ein neues Schwert machen. Ihr könnt es dann ja bitte pillen. Ja, stimmt. Ich versuche dir trotzdem mal hinterher zu laufen. Nee, okay, funktioniert nicht. Dann gebe ich einfach mal TP. Villager-TV. Boah, hier ist richtig schön. Mhm. Ich glaube, hier bleibe ich. Ja, dann können wir auch Knochen benutzen. Warte, ich möchte den einmal schlagen, den Wolf. Geschlagen. Und der Wolf backt bei mir. Der kann mich gar nicht angreifen. So viel backt das Spiel. Nein, die anderen greifen mich ja alle auch an. Das wusste ich gar nicht. Ah, hilf mir! 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 Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ah! Ein Wolf greift mir an. Hallo. Oh ja, ich bin tot. Ich bin weg. Im Berg. Ich bin mausetot. Control war das. Ich verwechsel Shift mit Control, weil in Roblox ist Shift sprinten. Willst du hier dein Haus bauen? Ja, ich baue hier. Ah, ich werde von Wolfen attackiert. Okay, okay. Kannst du mal bitte Keep Inventory True machen? Warum? Da hatten wir bei Survival auch, weil ich bin gleich tot. Ja, aber das hier ist nicht mehr Survival, Digga. Ja, okay, ich muss weg. Ja, okay. Keep Inventory. Danke, okay. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Und Spawnpoint, setzt ein Spawnpoint. Alter. Ich werde von diesen Dingern einfach gedingst. Oh nein. Ja, danke. Nein! Ah, nee, warte mal, das ist nur für mich. Ja, ich bin tot. Ich hab ein Herz. Ich bin gestorben. Oh nein, ich bin da wieder gespawnt, wo ich war. Der am Weltspawn. Hallo, hier bin ich. Ich bin ja gestorben, ich bin da gespawnt, wo ich gestorben bin. Ach lol. Na gut, dann setze ich mein Haus ein bisschen weiter ab. Ich bin ein richtig guter Minecraft-Häuserbauer, also ich mach mir ein richtig schönes Haus. Ich gehe mir in Richtung Redstone. Ach du Scheiße. Also schön wird mein Haus nicht, aber Hightech auf jeden Fall. Ich mache mir ein richtig schönes Haus. Dann würde ich sagen, setze ich mich mal circa hier hin. Ja, hier sieht's ganz schön aus. Hier könnte ich so eine Art Strandhaus machen. Das sieht schön aus hier. Hier werde ich mich hinpflanzen. Wo? Warte mal, wo bist du? Spawn Point. Ach lol, da. BWH 77. Oder wollen wir ein bisschen weiter auseinander? Dass du hier bist und ich woanders ein bisschen. Ja, lass machen, okay. Aber so, dass wir uns wiederfinden. Quasi. Dass wir nicht meilenweit rennen müssen, bis wir zu dem anderen Haus kommen. Nee. Oh Gott, nein, es leckt bei mir. Ich habe gerade 1000 Mal denselben Block abgebaut. Okay. So, ich muss mir hier mal ein bisschen einebnen, damit ich mir hier mein Haus anfangen kann. Warum mache ich das mit der Axt? Okay, Leute, erste Folge heißt Haus anfangen, auf jeden Fall. Okay, ich sehe dich sogar fast von hier. Ich also nicht, ich weil ein Baum im Weg ist? Nee. Wenn nicht, kann ich mich ja jederzeit zu dir tippen und wir legen irgendeine Redstone-Spur zwischen uns oder so. Ja. Mal gucken. So, dann nehmen wir uns mal Schaufelhammer nicht. Schaufel brauche ich. Wo ist meine Werkbank? Werkbank? Ich habe keine Werkbank mehr. Wo soll der eine machen? Wo ist denn meine Werkbank abgeblieben? Ich habe vergessen, wie meine Schaufel. Doch, ich weiß noch, wie meine Schaufel macht. Obwohl nee, ich so schlau bin ich. So weit von dir weg. So schlau bin ich noch, dass ich weiß, wie meine Schaufel macht. So. Nein, was habe ich hier gemacht? Was hast du gemacht?
nix. Also du machst so komplett Redstone und ich mach gar nicht Redstone. Ja, Redstone ist einfach mein Spezialgebiet, Digga. Weil so Welten, dann sind unsere Häuser so Welten voneinander entfernt. Also jetzt nicht von der Entfernung her, sondern so vom Stil her Welten voneinander entfernt. Ja, ich verstehe schon, was du damit meinst. Gut, weißt du, auf welcher Höhe Redstone Erz ist? Warte kurz. Das braucht man ja auf jeden Fall. Ein schlaues Buch. Ich habe auch ein Buch. Ja. Ich bin zu faul, es zu holen. Hörst du das? Ja, ich höre es. Ah, ich habe direkt die Seite. Zwischen Höhe 1 und Höhe 15. Ja, easy. Also richtig tief. Ja, dann gehe ich. Ich mache direkt den ersten Höhengang. Oh, ich habe einen Apfel. Und lauter Saplings. Nice. Ich werde dieses Projekt ganz so auf Höhlen sein. Naja, also ich schon, weil ich halt das Redstone brauche. Weil ich möchte ein IMS machen. Was? Ich möchte ein IMS machen. Was ist denn das? Ein intelligentes Minecart-System. Das heißt was? Also ein Minecart fährt ins Lager ein mit ganz vielen Items, weiß automatisch, welches Item es holen soll und bringt halt mehrere Stacks von dem Item wieder. Was ist denn das? Also es ist halt ganz krass, es sind ganz hunderte von Items und das Minecart fährt auf einer Schiene rein und holt das richtige Item. Wie machst du das? Nur mit Redstone-Techniken. Ist ganz krass. Wenn ich ein paar Komparatoren... Ist es auch einfach? Es ist mega einfach. Dafür brauche ich halt nur ganz viele Komparatoren, ganz viel Redstone, ganz viele Schienen, ganz viele Minecarts, ganz viele Items. Ja, die Items sind ja nicht so schwer zu kriegen, aber natürlich. Aber ich brauche halt super viele Komparatoren. Wie baut man die eigentlich? Ich habe halt keine Ahnung. Hätte ich jetzt too many items, wüsste ich's. Naja, da packen wir jetzt erstmal ein paar Sachen rein, die ich nicht brauche. Das hier alles zum Beispiel, das Fleisch lasse ich mal drin. Die Schaufel brauche ich auch noch, das brauche ich alles nicht. So. Dann würde ich sagen, Gabi, los geht's. Gehen wir auf Höhe 15. Ach du Kacke. Redstone Torch. Okay, auf welcher Höhe bin ich gerade? Ich bin auf Höhe... wo steht denn die Höhe, wenn man F3 drückt? Wenn du F3 drückst, dann steht die, unter XYZ steht Block. Ja. Und da, die zweite, da ist irgendwas mit 100, bla bla bla. Dann noch eine zweistellige Zahl und dann minus 150 und dann minus irgendwas noch. Ja, okay, das heißt. Und diese zweistellige Ziffer in der Mitte. Okay. Verdammt, es wird dunkel. Verdammt. Dann macht Time to Day. Stimmt, das geht ja. Haha, vergessen. Nee, nicht Teleport. Also. Du brauchst Steine, Redstone Torches und Quarz. Quarz. Oh Gott, wie stellt man den her? Den stellt man gar nicht her, den kriegst du auf dem Nether. Stimmt, Quarz ist der Nether. Oh Gott. Ich hatte ich fast vergessen, ich wusste das doch. Naja gut, da brauchen wir Lava. Brauchen wir gar nicht. Wie kriegt man sonst Obsidian? Das, doch, kannst du auch oder im Nether. Ja klar, aber wie soll ich jetzt Nether kommen, wenn ich keine Obsidian habe? Ja, okay, stimmt. Obwohl, nee, man findet sogar manchmal, wenn man ganz viel Glück hat, an der Lava lang. Stimmt. Warte mal, ich brauche einen Wassereimer. Damit ich die Lava auskühlen lassen kann. Und ich brauche eine Diamond Pickaxe. Oh Gott. Das ist extrem kacke. Naja, du und Wasser? Fackeln brauche ich auch. Ich muss an den Berg gehen, um Kohle zu farmen. Aber lass die Ressourcen teilen. Ja. Spawn Point. Nee, habe ich glaube ich schon gemacht, ne? Ja. Na egal, ich setze trotzdem mal hier hin. Dann gehe ich mal irgendwo hin. Zum Berg zum Beispiel. Und dort brauche ich dann ein bisschen Kohle. Da hinten ist ein guter Berg, wo man Kohle kriegen kann. So. Dann brauche ich mich nämlich einfach zu Guck mal, ist okay, wenn ich hier drüben mein Haus baue? Wie groß wird deins? Also meins, ist es super wenig Wohnfläche, aber ich halt super viel Redstone. Ich habe
keinen Plan, wie groß es wird. Das meiste wird auch unterirdisch sein. Also, okay, ich also denke, ist okay, in der Oberwelt nicht so groß. Ja, ist okay. Ich sehe dich gerade gar nicht, weil ich gerade in Richtung von Berg laufe, weil ich Kohle brauche. Ach, da wollte ich zuerst bauen. Oh Gott, ist das hier zerklüftet. Da kann ich mich nicht runterstürzen lassen. Da werde ich dann sterben. Aber hier kann ich mich reinbauen in den Berg. Warum mache ich das mit der Spitzhacke? So, jetzt brauche ich die. So, dann crafte ich mir gleich eine Steinspitzhacke. So, rein in den Berg. Fackeln, da ist Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Ich bin so ein Glückspilz. Direkt beim Reinbauen mit Kohle. Und das ist auch noch so viel. Da küsse ich gleich des Berges Augen. Und noch mehr Kohle. Nicht, dass meine Spitzhacke gleich kaputt geht. Naja, gut, Leute, ich habe mich selten zu euch gewandt jetzt, meine Abonnenten. Ja, Minecraft Cave liegt daran, dass ich viel halt in Höhlen bin und Sachen farme. Und es geht heute in diesem Projekt, das ahmt so ein bisschen Survival nach, aber es geht halt in meiner Hinsicht als meistens um Redstone im Survival. Also Redstone im Creative ist ja einfach ein paar Schaltungen zeigen und gut ist. Aber im Creative, im Survival muss erstmal die Dinger bekommen. Bene, bist du noch da? Ja. Gut, weil es hat sich gerade so anders angehört. Na gut. Gut, und bei dir, habe ich gehört, geht's halt eher, ja, so wie in Survival halt. Also, dass du dein Haus eher schön baust. Richtig. Ich bin auch nicht so der Redstone-Fan. Ja, ich bin super Redstone-Fan, Digga. Normale Hausbau. Glitsch, klatsch. So. Gut. Jetzt habe ich Kohle. Und Ofen macht man genauso wie eine Truhe aus Steinen. Okay, drei sind wir. Hast du eigentlich schon die grundlegenden Blöcke, sowas wie Werkbank, Truhe und Ofen? Ja. Oh, ich auch. Ich habe mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kohle. So, dann brauche ich die Stöcker. Und das Holz, damit ich mir Dings craften kann. Fackeln brauche ich. Fackeln. Oh, ich sehe ihn. Ich sehe den Mann. Ich sehe den Apfelmann. Apfelmann baut Holz zu streben. Nice. Ich wollte Holz machen. Ich wollte Stöcker machen, ganz viele. Oh. Levi, warte, ich muss ins Wasser. Wäre ich jetzt aufs Land gesprungen, dann wäre ich. Okay, 3 lasse ich mal über. Okay, das wird, glaube ich, das geilste aus, was ich jemals gebaut habe. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, keine Steinspitzhacke, ich brauche erstmal Fackeln. Ich glaube echt, das wird das geilste aus, was ich jemals gebaut habe. Ja? Ja. Nice. Jetzt mache ich mir Stein-Equipment. Aber ich möchte ungern jetzt irgendwie so anfangen, lass dann am Ende so irgendwie bewerten, wer das geilere Haus hat, so. Das möchte ich ungern machen, weil das, weil du hast halt Redstone, das ist 1000-mal geiler. Ja. Also wenn ich einfach so einen Kasten baue, aber dafür super viele Sachen gibt. Ich habe auch vor, eine Alexa in mein Haus zu bauen. Was? Ja. Das geht in Minecraft? Das geht. Mit Pfeilen und Holz. Ja, das geht mit Pfeil und den Auswahlmöglichkeiten. Also wenn du einen Pfeil im Gemälde drehst, dass dann was passiert. So kann man eine Alexa bauen. Oh lol. Und die macht dann auch was. Genau, quasi, du hast 2 Alexas und du kannst unabhängig voneinander steuern, ob die Tür jetzt zum Beispiel an und aus ist. Also das ist jetzt quasi so ein Smart Home, aber das macht Alexa jetzt nicht. Nur wenn man halt so Smart Home Geräte im Haus hat, die mit Alexa verbunden sind. Aber ja, ich glaube so, Sprachausgabe von Alexa, das geht glaube ich nur mit Commands, das geht nicht. Es sei denn, du nimmst irgendwelche Nee, das geht auch nur mit Commands. Gut. Also eine Sprachausgabe Alexa geht nur mit Commands. Aber eine nicht sprechende Alexa geht auch nur mit Redstone. Das ist geil. Das ist geil. Aber dafür brauche ich richtig viele. Was brauche ich denn dafür alles?
Ich glaube, da muss ich mir noch ein Tutorial für ansehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es geht. Ich habe es auch schon mal gebaut, aber halt von einem Tutorial. Ich muss es mir noch mal angucken, damit ich es dann auswendig weiß. So, habe ich jetzt eigentlich alles, was ich brauche? Wo sind meine Fackeln? Im Inventar sind sie. Da haben wir sie. Fackeln. Oh Gott, ich nehme mit Facecam auf. Ist mir grad, warte, nimmt OBS noch auf? Bitte sag ja. Ja, OBS nimmt auf. Ich gehe mal kurz zu OBS, über OBS rüber. OBS. Ja, OBS. Da, guck mal, da ist Davi. Ihr habt ihn die ganze Zeit nicht gesehen. Ich habe vergessen, dass ich Facecam habe, weil ich nicht mit OBS sonst aufnehme, sondern mit Quicktime Player, aber der hat heute... Ich mache heute keine Facecam, weil ich einfach aussehe wie ein Harz. Ich sehe eigentlich auch voll aus. Ich habe voll schwitzige Haare, weil ich gerade noch Fußball gespielt habe. Sind vier. So, mein ganzes Stein-Equipment. Ich kann mir auch langsam ein Bett machen. Eins, zwei, drei, vier, da. Ich bin dumm, ich weiß nicht, wie ich das. Ich weiß auch nicht, wie man das macht. Ich glaube, das wird... Oder wollen wir so einen Contest machen, wer das geilste aussieht? Ja, ich hab eine Rolle. Bene? Ja? Wie macht man ein Bett? Junge! Also, du hast deine Crafting Bench. Ja. Du hast neun Felder. Ja. Die drei untersten, die unterste Reihe. Ja. Füllst du komplett mit Holz. Mit Holzplanken. Mit Holzplanken. Easy. Und da drüber, eine Reihe da drüber komplett Wolle. Und eine darüber komplett Wolle. Ich verstehe. Alles klar. Und das nächste Grund-Item. Grund-Item, weil ich schon Grundblock. So, schön, alles kompakt. Und dann würde ich sagen, geht so rum. Warte mal, ich habe noch gar nicht alle Grund-Items. Was fehlt denn noch? Ein Bett. Ja, das habe ich mir gerade gemacht. Ich habe eine Höhle direkt. Unter meinem Haus ist eine Höhle. Ich glaub's ja nicht. Das heißt, ich brauche eine Tür oder so, damit die... Oh, ich habe Eisen. Ich löcht... Oh Gott, ein Enderman in der Höhle. Ich glaube es ja nicht. Ja, ist... Okay, nur hoffen, dass er mich hier nicht... Oh, aber mein Haus, ne, das braucht so viel Zum Glück bringen Endermänner eigentlich um, wenn man den nicht schlägt. Aber ich brauche das Eisen, damit ich, und direkt wieder Kohle, damit ich die Konkurrenz machen kann. Doch, die bringen dich um, wenn du die schlägst. Ja, aber nicht, wenn ich sie in Ruhe lasse. Nee, okay, das nicht. So. Oh Mann, wie viele Adern stoße ich hier? Also, wenn du mal irgendwie gute Sachen brauchst aus einer Höhle oder so, komm einfach zu mir. Ich habe direkt eine richtig krasse Höhle unter meinem Haus. Jo. Alter, ich wollte gerade einen Baum abbauen. Bin schon so an Holz und habe dann realisiert, dass das der Stamm meines Hauses ist. Oh Gott, ich hoffe, der Enderman kriegt mich nicht. Na, sollte eigentlich nicht. Der wird eigentlich... Komm mal bitte. Ja, warte, ich bin in der Höhle drin, ich komme. Ach, der Enderman steht genau vor mir. Hab ich mich gerade erschreckt. Und zubauen. So. Da keiner reinkommt. Ich komme zu dir. Ich weiß noch, wo du warst. Du warst... Ich komme mit. Ja, ich komme schon. Auch wenn ich keinen Schäder drin habe, leckt's bei mir übelst. Ist der Mac. Komm mal, wie findest du bisher das Haus? Sieht eigentlich nice aus. Komm mal, jetzt komm mal mit, das Geile. Komm mal, nicer. Nice. Oh, nice. Ah. Geil. Und wenn ich mich hier untergraben könnte, ne? Oder würde? Ja. Lässt du mal bitte meine Kohle? Oh Mann. Digga, er will meine Kohle klauen. Ja, wollte ich wirklich. Und jetzt mit. Aber du kannst ja in meiner Höhle kannst du mein Zeug haben, ist alles clean. Ist ja, alles... Okay, aber das... Oh, hier ist ein Setting. Ich wusste gar nicht, dass ich den da hingesetzt hatte. Nein, das hab ich da hingesteckt. Aber das ist doch mein... meine Area. Area. Mein Areal. Okay, ich brauche Redstone jetzt. Das heißt, ich muss weiter runter. Das heißt aber auch, ich muss woanders rein, weil da unten ja die Höhle ist. Das bedeutet, wir gehen in diese Richtung rein. Ah. Hier ist die Höhle. Ich habe das. Hier ist ein Enderman. Ich habe das mit Erde zugebaut. Musst du nur. Ich habe ein Holzschwert. So ist es nicht so. Da unten direkt vor den Erdblöcken stand gerade ein Enderman. Deswegen habe ich zugebaut. Ja, okay, dann geh jetzt rund. Dann mach weiter.
Warum mache ich eigentlich die Erde schon wieder mit der Spitzhacke? Das ist doch Verschwendung. Oh nein. Ich habe diesen dämlichen, wie heißt das Zeug hier? Diorit habe ich schon wieder. Das braucht doch kein Mensch. Die sind richtig schön zum Bauen. Ja, aber für mich nützen sie halt überhaupt gar nichts. Oh! Ich habe mich gerade auf eine Idee gebracht. Wie macht man eigentlich Smooth Stone? Smooth Stone? Das ist ein Smooth Stone nochmal. Warte, Smooth Stone ist dieser... Minecraft Smooth Stone. Ach, dieser, der an den Seiten so... Ja, von dem es auch Slabs gibt. Genau. Aus dem man die Armor-Stands macht. Aus den Smooth-Stone-Slabs macht man ja die Armor-Stands, wenn ich mich recht entsinne. Und es wird dunkel. Ah, müssen wir noch... Ich glaube, warte mal. Ich glaube, das waren irgendwie zwei ganz normale Steinblöcke nebeneinander legen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Smooth... Weil auf Smooth-Stone will ich dann halt mein Haus bauen, das Recipe. Dafür machen wir erstmal normalen Stein. Du musst ganz normalen Stein brennen. Ganz normalen Stein brennen, okay. Ich brenne. Du wirfst Cobblestone in den Ofen. Ja, ich weiß schon, Und wirfst den Stein dann nochmal in den Ofen. Ja, ich bin gerade dabei, mein Cobblestone zu brennen. Cobblestone. Das hatten wir. Ach, hatten wir da nicht sogar schon so ein Meme in Survival? Kann sein, ja. Mit Cobblestone. Cobblestone. Ja, das, so hattest du das damals gesagt und da hatten wir meiner Meinung nach ein Meme Kabel. Ja, Cobblestone. Ja, ich sag immer Bruchstein, weil es bei mir so steht. Deswegen habe ich... Naja, ich finde Cobblestone klingt besser als Bruchstein. Ich hasse Minecraft auf Deutsch. Ich auch, aber ich stelle es nicht aufs Englisch um, weil ich mir dann die ganzen Sachen an... Die ganzen sag mir, das ist viel... Auf Englisch, das ist viel einfacher sich zu merken. Ich sag's dir. Ja, ich mache es auf Englisch. Sprache? Das ist geil. Wo ist Englisch? Wo ist Englisch? Da ist Englisch. Ich wollte mir Treppen craften und hab dann aus Holz Englisch. So eine. Oh, guck mal! Bene, es gibt Pirate Speak. Also, wie die Piraten reden. Das ist unser Unterenglisch New Zealand. English United Kingdom ist es, ne? Hallo, ich bin darauf klicken. Seven Seas. LOL! Ja, ich kann meine Sprache nicht ändern. Mein Minecraft ist schon wieder. Das ist ja Cobblestone. So, jetzt. Jetzt habe ich English United Kingdom. Es gibt sogar Switcherditch. Switcher. Ja, es gibt noch. Ich hatte eine lange Zeit Österreichisch drin. So, danke. Jetzt ist es auf Englisch. Bitte sag, dass alles auf Englisch ist. Ja, es ist alles auf Englisch. Jo, Mighty ist ja krass. Ja, es ist alles auf Englisch. Mein Leben ist jetzt Englisch. Hello, mein fremder Bruder. Sag mal, mein Name ist Darius. Mein Name. Und frag mal Bene, wie er heißt. Auf Englisch. Ein Frau Tulku. What's your name? Richtig. Und Dari, was ist 11 bis 12? 11 und 12 sind 23. Hast du das gehört? Ja, dein Bruder kann besser rechnen als ich. Na, Spaß. Mann! Ich weiß, dass die Wurzel aus 9,3 ist. Das kann auch so. Ich weiß, dass die Wurzel aus 81 ist. So richtig trocken! Also, das ist ja Cobblestone, ganz ehrlich. Cobblestone. Ich nenne meine erste Folge, wir farmen ordentlich Cobblestone. Nein, mach das nicht. Ich weiß nicht, nein, Steffen, nein! Steffen! Danke, Steffen! Steffen! Ich hab grad 8 Versuche gebraucht. Nee, ich hab grad 1, 2. Ich hab grad 4 Versuche gebraucht, um eine Stair richtig zu setzen. Ja, ah ja. Geil. Stairs hab ich mir noch keine gemacht. Ich gehe halt, wie gesagt, nicht so oft bauen. Ich bin gerade unterwegs nach Höhe 15. Ja, und deshalb brauchst du auch keine Stairs. Ja. Also ich brauche auf jeden Fall Slabs, weil Redstone leitet ja durch Blöcke, aber nicht durch Slabs. Deswegen brauche ich sie. Ach, Slabs. Ich habe Slabs verstanden, so von Snapchat her. Nee, keine Slabs. Achso, was hast du eigentlich außer YouTube für Social Medias nochmal? Gar nichts. Geil.
Natürlich. Ich würde gerne Insta haben, aber darf ich nicht. Instagram ist eigentlich voll chillig. Ja, finde ich nämlich auch. Könnt ihr auch mir auch alle gerne mal folgen. Ist in der Beschreibung hoffentlich verlinkt. Mein Vater hat sich die App, hat sich halt die Twitch-App runtergeladen, hat gesagt, boah, das ist ja kacke, ist ja voll unübersichtlich. Okay, Leute, wir sind bei 40 Minuten, dann würde ich sagen, war es von der heutigen Folge, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. So, ich kann Stein gar nicht brennen. Wir machen aber jetzt direkt die nächste Aufnahme. Bene, ich kann den Stein gar nicht brennen. Moin Leute, was geht ab? Jetzt auch mal herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Minecraft. Warte, ich muss noch meine Aufnahme beenden.